Das sind die Top 5 News des Tages. Die Causa rund um die Wien Energie lässt nach wie vor Fragen offen. Nun äußerte sich Michael Strebel, Vorstand des Energiekonzerns, zu den Geschehnissen und erklärte, dass binnen weniger Stunden die Preise für Strom an der Börse von 500 Euro auf 1000 Euro gestiegen seien. Der Klimabonus soll in Anbetracht der Teuerungen für Entlastung sorgen. Bei einem Niederösterreicher sorgte der 500-Euro-Bonus aber für einen Vollrausch. Der 21-Jährige kaufte sich mit dem Geld gleich 2 Flaschen Premium-Wodka der Marke Belvedere. Schon vor dem Start der neuen Herr-der-Ringe-Serie, Die Ringe der Macht, hagelt es Kritik. Der Cast zeigt sich im Gespräch mit heute besorgt. Jeder wird spekulieren. Ich glaube, jeder glaubt, Tolkien gehört ihm, weil er das zu Hause gelesen hat. So Schauspieler Owen Arthur. Weil er sich weiterhin nicht gegen das Coronavirus impfen lassen will, darf Novak Djokovic nicht bei den US Open spielen. Nun wurde aber bekannt, dass der Tennisspieler am 26. September bei den Tel Aviv Open auf den Platz zurückkehrt. Heidi Klum feierte den 33. Geburtstag ihres Mannes Tom Kaulitz und ihres Schwagers Bill Kaulitz über den Wolken. Die Zwillinge Klum und Ex-Germany's Next Topmodel-Juror Thomas Hayo schmissen eine Party im Privatjet.